Psalm 4, Vers 12. Lass alle sich freuen, die auf dich vertrauen. Lass sie ewig jubeln, denn du beschirmst sie. Lass fröhlich sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du bedeckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Ja, und so der Typ, nur Gott drei, wir haben eigenen Beten. Uns vor im Himmel, wir danken dir, Herr, für wer du bist und für wer du immer bist, du warst und immer blieben warst. Du änderst nicht. Und wir danken dir, diese Stunde, die uns dir gibst. Und Herr, wir wollen dir um deine Gnut beten, dass du uns wirst lehren, dass du wirst reden. Und in jeder Wort von uns, dass dein Heiliger Geist wirst schaffen. Und dass du dich selbst wirst offenbaren, dass du weißt. Und uns lehren. Und uns in Wahrheit führen. O Herr, wir beten um deine Gnut und wir vertrauen dir ab. In Jesus' Namen. Amen. Wir haben gesungen, dass Gott seine Versprechungen hält. Es soll nicht ein scheinend Leid zu singen, immer wahre. Ja, sie hat dort uns nicht ursacht, dass wir immer wahre gerne in Samorius beleben, wie gerne scheine Samorius beleben, scheine Tita, wie gerne sei, dass es scheint, dass wir uns gerne taub trafen. Uns in ein Unterbü, uns in ein Hole. Wir können sagen, dass es scheint, dass wir Samorius abweichen, dass du noch ein Dach hast, dass du Arbeit hast, dass du abgehoben sind, dass du genug hast, Dinge treicht zu stellen. Und dass es scheint. Ab zwei, wie Dinge durchgehen, die sind nicht scheinen, die sind geneigt, uns Ruf zu reiten. Die sind geneigt, dass morgen so zu feilen, dass das Strang, wo wir uns hängen, dass das Ball rutschen. Das will nicht sicher sein. Und wie möchte Gott um Gnut brauchen, bestehen zu bleiben? Ich kann das nicht ans Salz. Die Dinge sind du. Aber wenn Gott seine Versprechungen hält, dann kann ich doch war er beim Jubel kommen, beim Jauchzen, wenn er erst drü und er fährt durch. Mein Fleisch will mir im Stich sein, wenn ich Botschafter reit mag. Wenn ich an Mess Ola oder Ola viel mehr Erkenntnis in Weisheit als ich. Aber wenn ich dann satt fähre und dann jaff mir zu einer Freilichkeit, dass er den Heiligen Geist jaff und dich schafft, so ich die Stufe in deinem Vertrauen ab, dass Gott helfen wird für dich in den Heuhafen weiter und ihn anzubringen. Und ich will bis in deiner Seine so gut als ich kann. Ja, Gott schenkt mir auch die Gnade dazu Vertrauen. Und die Versprechung kann ich die Freilichkeit abzustehen. Und sicher zu sein, dass heiß scharfe Wort, wenn ich kann nicht im Stich bleiben. So, was sind deine Gedanken, oder was ist deine Erfahrung, wenn du durch im Leben gehst? Ich will gleich im Alltagsleben anfangen, aber ich weiß nicht, was du alle belebst. Aber ein Ding, was mir gerade hast, die Handschein furzen, oder das sind, was wir wahrscheinlich von der noch nicht alle belebt hast. Und was denkst du, was hat die durch, wenn du ab der große Herbst forscht, über die große Brege ein, wie über die andere Feierschicht hoch, wenn du das so betrachtest, was du bietest, was ja die Idee und was denkst? Oder wenn du die große Gebiete betrachtest, und die Städte, 10, 20, 30 Stück hoch, oder eben mit 100 vielleicht, nochmal die warst, na, das ist vielleicht noch viel höher. Aber viel von den Säuwe vielleicht nicht, aber wie seine große Gebiete, große Dinge, was Menschen gebiet haben, wat om wat denkt, wat jij die derg? Wat van ons zijn al even de grote brug voor tussen Durango en Mazatlan. Het enige wat meer voor het eindtem, grote woord wat mensen in buurt hebben, haast die betracht, wat om wat denkt? Wat jij die derg, wat haast van ervaring te bieden? Vielleicht haai je dat deze werk weer, deze werk weer fei, als de mana van International Space Station terugkomen. Dag en Barbara, wat heet die? Vielleicht een woord van jullie dat ook nog waar ik goed betracht. Ungefähr, dat we ungefähr dan als we dat picknick hingen springsteen horen, die door hand voeren. En vandaan met nu zijn die door ons pinig. Wat is het? Ah, hoeveel mond dag zijn die dan maar wel gevleugd, dat is ons boezig. Voor een paar maanden eind, nu zijn ze waar dat teruggekomen. Vielleicht heb je dat betracht. Wat jij kunt tegen, want je
wenn ihr dort betrachtet, was Menschen Bühne kennen und Anrechte kennen, was das für große Dinge, ja. Dass Rockets fliegen können, dass die wirklich den Punkt können erreichen, dass die Rammer Welt im Schwung kommen und dort bleiben. Wir lesen von, dass die sogar ganz bei dem Mond oder sogar bei dem Mars, da haben so kleine Kruter-Four-Wheelers nach der Hand, vielleicht jemand saß oder acht Räder, ich weiß nicht, aber vielleicht lohnt ihr euch nähern, was habt ihr von Erfahrung dabei? Und was denkt ihr? Leute haben alle nicht gekriegt, mit uns alle zu tun. Aber how about, wie bechecken uns die Traktors und die großen neuen Traktors mit der Technologie, die wir dabei haben, Combines, Trucks, Core, Cellphones, mit denen haben wir mit allen zu tun. Und die können wir auch nicht erklären. Wir kennen Ängste, aber das sind viele Dinge, die können wir nicht erklären. Was erforscht du dich? Was denkst du? Denkst du noch mal? Denkst du noch mal, ja, was das ist, was das anhält, wo das herkommt, wo das handelt? Ich habe besonders, wo mir dort lang einmal wasset, die Gedanken, anfangen, da zu gehen, und mir fällt sich so, ich konnte noch mal so viel von verstehen, oder erst wenn ich die Schmackstapel betrachte, die Glickerie, viel von ihnen verstehen, dass der Schmack rennt, hohle Rammerstab, in den Korn, die Schaube, und was ist der Schmack? Wie haben wir unsere Glicke weimang, die sind in Ordnung. Das sieht bloß so, wie tracht nur das so zu hart oder scharf und dort schein hat und Schmack sieht. Aber die Schmacke heavy, es haben sich in die Schmacke vorgefrescht, tierig zum Morgen im Darb gehen, ich das immer nicht fehlen, aber alle Wasser tut noch mal klein bitten, dann das sieht so sinnig. Haben diese Gedanken über diese großartige Ding, über das Tracht und Stanker von uns Leben, haben die irgendwas geändert in diesen letzten Monaten oder zwei, wenn wir zu so viel Mattpillen haben mussten aufnehmen ja, und mussten gehen lassen? Das hat irgendwas getan, weil wir Dinge sein. Pillen. Weißt du ein Pillen? Was ist ein Pillen? Ein Pillen ist einer, wo durchreist, der hat ein Ziel. Das ist nicht ein Wegebahn, das ist nicht ein Das ist nicht ein Vago. Ein Vago, wie braucht ihr das anders? Vagar. Vagar meint ohne Ziel, bloß ranhängen. Ein Pilja ist nicht so. Ein Pilja ist so, der ist auf dem Weg, wo er ist. Der ist nicht du, wo er hin will, er ist auf dem Weg, wo er ist. Ist dort, wer du bist? Mag dort ein Unterschied, wo die all diese Dinge sitzen? Was ist die Ursache in all das? Wo kommt das her? Wo ihr hin? Was ist das Ziel? Du bist einer, dem es keine Idee nie. Rennt alles, was Elon Musk, Elon Musk ist einer, was diese Rockets baut, ein von den reichsten Männern auf der Welt. Rennt alles, was einem befällt, oder erst deswegen befällt, du hast einem, dem es dort alle gleich nie. Dort sind keine nie Ideen gefangen. All die schönen Dinge, was uns befällt, nie war, was man so tun muss, noch niemals euer Wehr hat. Du hast einer, dem es dort in der Schnees. Ich glaube, er freut sich, wenn wir die Gedanken haben. Ich glaube, er freut sich. Eigentlich kommen die von ihm. Aber er ist dort nicht nie. Du hast einer, der wir durch fair earth in begrenztes menschliches Verstand in die Idee hat, dann wird er du auch. Alles, was du hast, in jeder Gedanke, ich sehe die Meinung, jeder Gedanke, jeder Idee, was du abkommt, das ist alles von Material, was das einer gemacht hat. Da ist es am nicht nie. Nicht mal Gedanke, nicht mal Idee. In das Ganze, was dort alle gemacht hat, hat es dich bei in jeder einem von uns. Und er möchte, dass wir am Feilen, dass wir am Erfahren wurden. Erfahren, ja? Das erfreut euch nur Freiwillige, die man sehen, keine Hirik schafft. Nur Freiwillige, die arm waren Leute, die Ideen produzieren, die Ideen lenken, die Pläne lenken, die in ihr Leben sind. Die so lenken, dass sie in Ewigkeit wird haben. Heu verlangt, dass jeder Person, Busse dat.
in Arm gehorcht, wenn hei haf in Dach gesagt, wenn all das hier da in Plänen worden eng ha. Wort alle ab hier. Hei haf in Dach gesagt, wenn jeder ein von diese begrenzte Menschen auf dieser Welt wurde ihre Gedanken, ihre Dote in ihre Einstellungen, die wurde wahre Ewige gecheckt worden und die wurde gerecht worden. Von dem, der da tot wie ein abgestohlen ist. Und zum Doen mit Nern checken, wo ich sei, mein Farsch von der, die mein Timer. Es ist in Offenbarung 22 zu finden. Offenbarung 22, das ist eigentlich ein Feuerstede in Offenbarung zu finden. Wie war Offenbarung 22, Vers 13 nehmen? Wir haben viele von uns, sämtlich hier mal begraben, sie war es laut der Zeit. Ich habe die Leine gehört, mehrmals, vielleicht kann ich wenig gefunden, weil ich hier für Sound oder für Gesang. Aber wir haben ab die begraben, sie werden durch, sie war es, die haben Gott seinen Erlösungsplan fern erklärt gehört. Und er hat den Himmel erklärt gehört. So, wenn du der Beste warst, dann bist du weg. Aber dort Ganze, in der Zeit, wo wir sind, ich habe es zu holen, ich habe manchmal gehört, ein Prediger mit was zu tun und checken, was von der Zeit selber, von was viel zu reden. Und für uns persönlich, für Bernice und mich, ist auch eine Zeit von wo unsere Überfälle hängen, so larig schienen. Wie anfangs so geplant, wie wir ein einwerkstes Baby haben. Und das ist doch nicht. Das ist auch du, wo wir am Wachhahn sind. Und viele von Jüngern haben Aufschritt genommen. So, man wird denken daran. Ich sage dir ein paar Wege zurück, noch besonders schon doch. Ich habe eigentlich dort abgemerkt, ich dachte, hey, sind doch drauf, mir die Botschaft haben. Aber dort mag nicht ein Rauter eingeschaut, wir sind noch in einem Monat Werkluter. Aber dann ging mir so, okay, was ist mir wichtig an dieser Zeit? Was ist mir wichtig an all dort der ich gehen? Und dort ist, dort Jesus ist der, oder Gott ist der Anfang und hier ist der Eng. Renn alles ist ein Arm. Hei hafe renn alles im Plan. Dort sagt er uns in der Bibel, eben, dass seine Pläne viel höher sind als unsere. So, ich möchte bloß, wie immer du bist in deinem Leben, dass du küsst durch diese Botschaft Wut der Finger, was du hier frische Wur. Hupen in jede Wur. So, für mich wird es dann, ja, ich dachte so, nur in der Länge Zeit überdenken, ich habe doch komm, glaube ich, wo du eine Botschaft von hast. Dort ein bisschen bechecken. Offenbarung 22, Vers 13. Und hier redet Jesus, verstehe ich so, manchmal in Offenbarung, wo er das sagt, du hast das Jesus. Gott, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Alpha und Omega ist uns fremd, A und O, na, fremd, wie weit du alle, was das meint? Das meint, der Anfang nicht eng. Und das ist wenn ein dort Alphabet, was die zu der Zeit brückt, dass die Bibel geschrieben wird, und dann wird A der erste Buchstabe und O der letzte. Für uns würde es von der sein, wir können sagen, ich bin das A und das Z. Zum diese Wahrheit betrachten, werden wir eine Botschaft nehmen, was Paulus predigte in Athen, Apostelgeschichte 17. Ich komme auf das Farsch, auf diese Botschaft, wenn ich sage nur den Farsch von Twaschen A und O. Was ist du Twaschen? Und mir wird der Koffer falsch gesehen, in ihm leben, weben und sind wir. Und dann sagte ich den, und dann wird er eine Mad von dieser Botschaft. Und so, wie wollte die Botschaft nur betrachten? Paulus wieder in Athen, hey wieder allein, hier sich so, ich stelle mir die Geschichte so fair, der wird mit einem Tobias der Hand gerast, wegen der Rest der Weich, und hey lude nur Timotheus und Silas, der wird ein Bereuer geblieben, ein Bereuer. Paulus wird von Berea weggereist, wenn die Verfolgung fängt an. Die Menschen von Thessalonich kommen und Berea und wollen auch
Verfolgung und Stahl, wenn sie wüsste Paulus wieder, so die Brüder schickte Paulus schon nach Athen. Und Timotheus und Silas bleiben in Beröa, in allem nur, als das verendlich so gefährlich war. Aber dann ist er in Athen wieder, dann schickt Paulus zu Timotheus und Silas, alle, du auch zu schön, wenn ich nur arm komme, so nicht, du stürzt allein, hat einen Stadtraum, und am bedrängt dort so, dass er aufjahterie wird in Athen ist. Ich hole Maya durchfahren, oder wenn ich Sinn sage, wenn ich steht sie wurde, Sinn so herrscht, dass mir das bedrängt wurde, dass mir das benehmen wurde. Hey, was ist hier? Und ich weiß, viel von Ihnen haben dort viel im Fünfteljahr noch, was ich habe. Paulus, wie am bedrängt dort, am benäumt dort, wenn er sagt, was hier für Aufjahterie gedreht wird in Athen. Und ich schaue mir vor, was mehrere hundert Jahre gesehen habe. Neun Jahre schick, nur dann wir 600 Jahre fährt Paulus hier nun wir du all 100 Jahre. Actually, so viel, dass die Menschen sehen, dass die somebody gesagt hat, dass wir leichter in Aufgabe finden an Athen ist ein Mensch. So viel, wir hatten du 600 Jahre fährt Paulus all. In Athen wurde, die schlappt sich bis alle Aufgabe taub, wo sie bis offen von hier und von lesen können, dort schlappt sich taub, sie wollen alles haben. Wenn ich es Lust habe, eine Nummer habe, dann finde ich eine große Nummer, das ist ein famous. Aber wahrscheinlich auch, wenn sie wollen, rein ihrer Gott zufriedenstellen. Also sie müssten einen Notar haben für den, sie müssten in seinem Bild haben. Und so, das sagt Paulus. Wahrscheinlich, als er bekannt war mit einem Schick, wird der Athener haben, und ob der wirklich so ist oder nicht, das ist, wie würde ich sagen, das ist Tradition, das ist, wird er es wiederverteilt. In ein paar hundert Jahren nur Paulus ist der Geschicht mehr abgeschrieben worden, das ist von der Tan. Aber der Geschicht ist von ungefähr zu der Titus Jesaja, ist Jeremia in Israel lebt. Aber dann in Athen, hat nichts mit Israel zu tun. Ich sage so wie ungefähr zu der Titus, so viel für Christus. Dann hat Athen eine schlimme Pläne. Die Menschen werden krank, und die Pläne werden schwer abgestorben. Und sie opfern jeder Gott, was sie können feststellen. Opfer, die sei ein Opfer in der Pläne verleiht nicht. Über dem forschte sie wie eine Priesterin. Und die Priesterin sieht, du hast ein Gott, der ist noch nicht zufriedengestellt. Na, wer ist der Gott dann? Sie wüsste sie nun nicht. Aber du hast ein Gott, der ist noch nicht zufriedengestellt. Und wo käme den Finger? Die Priesterin sieht, holt ein Mann von Kreta, von der Insel Enxios von Griechenland. Du hast ein Mann, der heute Epimenides, holt den, der wird dir helfen, das Gott zu opfern, wem die nicht kennen, wem die noch nicht hier haben, von all den hundert, die hier haben, das einem den fehlt noch. So, sie holt den Mann, Epimenides, ich habe nicht gefragt, was ich nun mir sagen muss, aber er kam, und es hat den Unkern, den Abend, in der Semana, du ab den Areopag, Mars Hill, du Taubsand, die Eberste von der Stadt, er kam zu bis Hahn und sagte, Morris, dann soll ihr hier eine Herde Schub haben, zum Wetten, zum Schwarte, die soll hier einen Klompersteiner haben, einen Smant, in Mana, wo das Maurer, die Mana, wo du mir kennst, das soll hier Morris reit sein. Hier kriege ich ab das kleine Eiver. In der Schubsaal ist Morris nicht gefördert worden. Wenn der abstuhn, der Saal nicht gefördert kriegen. Und dann hat Epimenides sich durchsatt und er rief ut und er schlaf der hinach. In die Athener schaufe, mache das alle reid, Morris. Als die Sonne abgeht, dann ist das alle reid. Der Schub sind du, der Steiner sind du, der Zement ist du, der Maurer sind du. In viele Menschen, die ganze Stadt, die kranke Lieder, die so gut sie kennen, kommen sie rüten und checken, was hier nicht vergehen, was ist das, was das Mond hier war. Das Epimenides sagt, er hat drei Meinungen, was wahrscheinlich anders sein, hoffentlich aus der Athener, bei der er hat. Eine Meinung ist, dass du erst wahrscheinlich noch ein Gott, was er noch nicht zufriedengestellt ist, den Gott sie nur mit Jahren sind nicht, sie wissen nicht, wo er heute. Und du hast durch kein Aufjahrbild, kein Götzenbild. Zweitens, es hat die Meinung, dass das Gott groß genug und gut genug ist, um über diese Pläne was zu tun, wenn sie anwarten, um Hilfe zu fragen. Und drittens, es ist Gott
Man das Gott groß genug und groß genug ist, um mit den Plauen zu tun, dann ist er wahrscheinlich auch groß genug und groß genug, um ob er Anweiten hat, freundlich. Ob das endet nicht wieder regt, das sie nur nicht kennen, wenn sie dort mal bloß waren, tausch tun. Dort sind die drei Dinge, was heute sich zu deutlich macht. So, heute sagt er, geh ich ins Dad hin gebet, zu das Anweit, zu das Gott, was sie nicht kennen. Er bricht sich durch, er betet den Gott, was sie nicht kennen, er entschuldigt sich, dass sie sie nur nicht kennen. Und er fragt, dass er antwort gnädig sein. Und er antwort wiese, wo eine Schub er will zum Opfer hat. Und auf die Stadt wird gnädig sein. Okay, so, ja, sie wird dann zufrieden sein, und die Stadt wird gnädig sein, und die Pläne, was sie sind. So, er sagt, nur das Gebet sagt, dass er diese Hords, nicht lässt den Schub los. Jeder Schub, was sich wird, du lei, entsteht Gruße. Dort ist ein Schub, was das Gott sich unterwählt hat, für Opfer zu werden für sich. So, der Schub wäre hungrig. Wenn man den Schub rüttelt, dann würde der Gruße. Wenn hier nicht ein Schub sein und der Wort sich durchleihen und steht Gruße, dann sind dort Schub, was das Gott will geopfert haben. Und so, die Menschen, die haben sich wahrscheinlich da mehr warm. Der Schub, der war alle Gruße. Die sind die hungrig. Die sind zum Morgen abgestohlen. Und die waren loslaut, hier habt ihr das Grün groß, der war alle Gruße. Das wird ja für nicht. Und sie lauten den Schub los und checken. Auf einmal ruft ein Hort, hey, hier ist ein schmacker, grauter, gesunder Bock, der lässt sich hier durch, der hat noch nicht gegrüßt. Und dann fangen die anderen zu rufen. Und hier und dort lässt sich ein Schub durch, ohne zu grüßen. So, dass wir nicht plus eins, wenn man plus eins wie was, dann würden sie doch, dass wir ein Kranker. Du bist wieder mehr, grauter, gesunder Schub, der lädt sich durch und grüßt ihn nicht. Und das ist natürlich klar, wenn ein Schub sich durchlässt und wenn ein Grüße will, dann sagt das Epimenides, nicht, dass jeder steht, wo ein Schub sich durchgelegt hat und tegne, büt du ein Altar haben. Und so bei den Numera, über dem es das meint, riecht der Altar, ist entreut. Und dann wird jeder Schub, der sich durchgelegt hat, auf ein Altar durchgeopfert, wo sich dort durchgelegt hat. Und, ihr wisst, der Pläu, der hört ab. So, das hört sich nun, eine Weile nun ein Myth. Die steht von dem Tag an, fangen die Menschen an, gesund zu werden. wir können uns die Geschichte wieder so feststellen. Ich weiß nicht, dass dort wirklich eine Geschichte Becker geschrieben ist. Aber dort, über dem nur mehrere Jahre, dass die Stadt anfängt zu verjähten von des ein Gott, wenn sie immer noch nicht die Nummer von weiter. Und, wird dann mal auf das Wunder tun. Aber diese Männer, die dann jung sind, gewesen, alt sind, gehen auf einmal ein paar alte Männer. Auf den Eiwand und sagen sie, hey, hier ist überhaupt ein von der Altäre, der soll ganz unge gewassen, ganz mit Maß, Grün bewassen. Aber das ist ein von der Altäre, und da denkt uns noch, wie jung wir. Dann, was hier dann passiert. Und so sei Stahle ohne ein von der Altäre, die polische Rente machen, in der Stadt der Geschichtware zu verteilen, was dort passiert ist. Dort sind nicht auf einmal das Gott, wenn sie nicht kennen, auf einmal war für jeden, in der Ware sich eure Worte verändert. Sie werden halt die Stadt so den Gott behole. In das nächste Wort, wie von der Geschichte weiter, ist dort Paulus in Athen Raum jetten, er sitzt auf einem Altar und du sagst es an, zu den Anwalt, zu den unbekannten Gott. Diese Geschichte, was ich dir nicht vertalt habe, na, wofür das ist, damit das Wort ist für diese Geschichte, mir macht das Leben ja. Ich habe die Geschichte in dem Buch, was Don Richardson heute so, das Buch heißt Eternity in Their Hearts, was er durch eine Geschichte hat. Das ist nicht Geschichte, was er abgeschrieben ist, wie viel davon so ist, das ist nicht klar. Aber, wieso, wie glaube ich, Paulus diese Geschichte auch, was ihr wisst, ist, wenn er das Epimedes, wie auch ein Dichter, er hat Gedicht, und von den Gedichten gleich sind auch noch bestohlen wird von der ersten Tag, und Paulus hat von den Gedichten, gebraucht, dass er Titus schrift, dann sagt ihr heute Titus, ein von Juni ihnen, und Titus wie auf Kreta, gleich auf der Insel, wo das Epimedes von Chaim saß, 100 Jahre fertig. Dann sagt Paulus zu Titus, ein von Juni ihnen Dächter, ein von der Kreta, er ihnen Dächter, hat gesagt, sie sind, was sagt er, faule Bäuche, was sagt er, du? Den Ausdruck liegt erst in Pekon. Sie sind immer, ich wollte ihn hier nicht sehen. Anyways, den Ausdruck, was Paulus dort zu Titus schrift,
den Eindruck auf Krieg des Epimenides geschrieben, an den sie gedacht hat. So, wenn Paulus mit denen sie gedacht hat, bekommt, wie er vielleicht auch mit dieser Geschichte bekommt. Und so konnte Athener durch Furz auf dem sehr guten Weg und des unbekannten Gott von vertalen, nur wenn sie als 600 Jahre gelohnt hat. Hier ist ein Gott, der hat jemanden Wunder tun in Athen, wie weit er nicht, wo er heute, wie weit er nicht, wo er ihn sieht, wie der erste unbekannt. Wann er wird uns nochmal wer von denen vertalen? In einem Tag kam Paulus und sagte, krieg des unbekannten Gott. Krieg den, weil ich dir erkläre, wer dort ist. Oft Paulus, der Geschichte, wisst davon nicht, dort weiß ich nicht. Bloß ich sage ihn, bloß das Background, was Don Richardson der Schrift, wenn du mir das interessant macht, wo du leicht könnte sein von dieser Geschichte. Denn Paulus sagte, er wird endlich Gott bekannt machen. So, wer ist das Gott? Dort ist der Gott, krieg den Gott, aber wenn du ihn auch von der auf der Trüe sagt, krieg der Gott, wer seine Versprechungen hält. Und in blüft, wer er ist, von Tiet zu Tiet. Ein Don't wird wieder kommen. So ein Vers 24 war wie von der Anfang. Du, sagt Paulus, wer des Gottes. Apostelgeschichte 17, 24. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herrscher des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig hätte, da er selber allen Leben und Atem und alles gibt. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter dieser der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Das ist ein anderer Poet, das ist nicht Epimenides, was das ist, wo Paulus hiervon redet. Vers 29. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist alles top genommen in einem kurzen Eng. In das Postung mit uns Alpha und Omega top. Hier ist der Anfang in das Eng, es in dieser kurzen Botschaft. In einer Nacht zu zwischen. So, den Anfang. Der Athener hatte viele Jahre. Sie hatte sogar einen Gott von Schöpfung. Sie hatte sogar einen Gott, eben dort nicht, was da wir fertig werden wir. Der hat dann Chaos. Interessante Nummer für dort, was da. Okay, really, gleich würde sagen, gleich da all, vielleicht mit der Evolution von der oder auch, wo irgendwo ist, was alles verstreut war, und einmal ist dort somehow top gekommen und auf die Welt gegeben. Aber zu all dort verschiedenen hatte die Athener. Ja, da, in Paulus, er fängt mit so an, als wenn er die alle anerkannt hat. Die sind da alle, nur weil er einfach von das ein Gott vertalt, und das ist über die Einzige. Ja. Aber Paulus sagt, er will einen von das Gott vertalt, wo die Welt in alles, was dabei gemacht hat, in der Rewe herrscht. Von Gott, wo er nicht den Anfang hat, aber wo er den Anfang ist. Das ist ein Gedanke, ob ich nicht mal kann, dass ich durchdrehe, nicht? Gott hat nicht den Anfang, er ist der Anfang. Er will ihn von einem Gott vertalen, was nicht gemacht ist, was über rein alles, was er zu sein hat, und was er nicht zu sein hat, alles hat Gott gemacht. Wenn wir das Gott nicht die Anerkennung geben, dort haben die Allmacher, die Alleinweiser, all die Eigenschaften, was wir von Gott weiten, nach viel mehr als dort ist, und dort haben die Einzige ist, dann kommen wir bei einem Problem, wo alle Menschen sind, die nicht an das Gott glauben wollen. Sie, in von der ist uns dort hier, vor allem von der sei wie, was dort anders erklärt, aber zu der Zeit, dann musst du für jeder einen Schaffen Gott sein. Du musst ein Gott sein für die Schöpfung, nur viel verschiedene noch. Du musst ein Gott sein, der das Böse gemacht hat, du musst ein Gott sein, der das Gold gemacht hat, du musst ein Gott sein für Schmuck, du musst ein Gott sein für
Übeln, da müssen Gott seine für, ich meine für Rennen alles. Jeder River hat sich in ihrer Gott, jeder Borg, jeder Ding, was sie können denken, muss ein Apporten Gott für sein. Aber diese Sorte Schwierigkeiten kommen da, wenn sie nicht an den Einwohner Gott bleiben. Aber mir inklusive, was waren sie auch noch für jede Eigenschaft, was Gott hat, in der Tau, in diesem Case, machte sie auch, bleiben sie auch nicht und so tun, sondern sie machte für jede Eigenschaft, was so tun hat, auch in Gott hat. Wann sie auch noch, wo die Trafe hat, der rennt für jeder alles in Aufgabe zu haben. Wo dort da nicht zu vergleichen gehen mit dem Haus, wo die Bütter wegen dem Bahnhof, in der Bahnhof wegen dem Dach, in der Flur, zu der Bütter wegen dem Dach, zu Fenster, in der Fenster, zu der Flur. Ist dort überhaupt ein Haus? Das ist eine Gottheit von Menschen erfunden, von Menschen ausgedacht. Und so sie erst kriegt so begrenzt, dass die Menschen sind. Wenn wir den Gott gesprochen uns Gott denken, nur zu morgen. Dort ist der Gott, was alles gemacht hat. Alpha. Ein Arm ist der Anfang. Alles, was erst kommt, ist Arm. Der Sultan hat die Dinge verdreht. Und von der in ein Jaftet, du mank Drang, in ein Jaftet, du mank Sündwort Gott, über dem verstehe war. Aber, nun denken wir, das nächste und das Strich hier. Zwischen Alpha und Omega. Ihr habt einen Strich. Ihr habt einen am Grof habt ihr gewarnt, ob die Steine, du hast einen Strich zwischen den Dutums. Ja? Der Strich enthält viel mehr als der Dutumsgrutz. Was ist das Strich zwischen Alpha, oder zwischen A und Z? Zwischen Alpha und Omega? Zwischen Anfang und Eng? Was ist das Strich? Und diese Botschaft ist dort. Wir können sagen, von Vers 26 bis Vers 30. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnorts im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Dort ist Gott, sein Verlangen für den Strich hier. Und was ist noch in den Strich hier? In ihm leben, weben und sind wir. Weben, das meint bewegen. Der Dictionary sagt, verweben, bloß dort wird eine Span da, da wird wie keine, wird eine Dark ist, das ist, ja, gewebt. So wird wie, das Weben hier, das meint wie bewegen, alles was wir tun, das ist ein Arm. Wie auch einige Poeten bei euch gesagt haben, wir sind von seiner Art. Da wir nun von Gottes Art sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei wie die goldenen, silbernen und steinernen Bilder durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Enden, Buße zu tun. Dort ist das Stärkste. Und das Stärkste geht um deine und meine Radung in all der ewigen Menschen auf dieser Welt. Gott hat ein Verlangen, du nur. Er möchte in jeder einer gerat geworden. Sure, das geht zum Wasserteil. Und Herr wissen um Schmacke Kornstapeln und Rockets und Brägen und Gebiete. Und was immer wir noch ins Kern vergrößert, ich denke, wo wir voll von sind. Aber dort ist alles modern, was wird, wenn dort ein Christus ist. Dort ist alles ein Gott. Gott hat überall all dort Tiet über die Macht. Aber wenn dort für mich die Worte soll, all dort, dann muss dort für Gott gedungen sein. Und das strich sie dort zwischen Anfang und Ende. Dort ist Gott sein Gedei. Dort die in mir überhaupt jaft, Offenbarung feier für euch all. Durch seinen Willen, durch deinen Willen, Gott, sind und würden alle Dinge geschaffen. Dort ist, wenn Gott dort jankt, dort sind du in Eck hier überhaupt, dort haben wir uns nicht mal selbst ausgedacht. Dort wir Gott sind hier da, dort eine Erlösung fehlt, in wo er da drin war. Dort haben wir in die Rade. Dort ist ein Epheser 1. Einmal war er, kam dort so rüht. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Gott fallet bi. Dort bin ich mir in die Idee. Epheser 1, Vers 5. Als ein von der wird sagt, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Am fallet bi. Das Lebewebe in Sahne, was wir hier sind, nur zwischen Anfang und Ende,
Dort ist ein Gott, dort habe ich nicht Salz zu Hause gebracht. Alles, was wir tjana, abbringen, dort ist alles Sünd, was Gott was von Arm tämmt, was allein der Arm da ist. Und dann habe ich diese Botschaft auch noch dort eng auch erklärt, Vers 31. Dort Omega, ein Port davon, aber dort eng von der Tit. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Du ist ein Eng. Und dort ist auch, war er nicht Gott sein Eng. Das ist ein Eng an Gott. Ein Eng, was Gott selbst ist. So, was können dort von der für mich in die meinen? Noch bis ich dort, wo ich erwähnt habe. Anfang. Alpha. Der Anfang. Wir sind von der nicht mehr zu viel Jahre bekannt, das erzählen wir. Aber wir sind bekannt mit dort, dass der unkein Gott geglaubt wird. Wir glauben nicht mehr, der Sand fehlt, wir glauben nicht mehr, dass du ein Gott ist. Sind sie dann von dort problemlos, was der Athener wir von der sehr viel Jahre mal abbringen, um das zu erklären? No. Dann haben sie Frau, was beantwortet wird. Und dann macht eine Frau beantwortet, dann macht eine andere Frau beantwortet. Und dann macht sie sehr viele Frauen beantwortet. Und sie kommen niemals bei allen Frauen zu beantworten. Ein Sänger singt. Wer mögt den Anfang anfangen? Lang für den Anfang. Dort ist eine Frau, die hat bloß gleich, dort ist ein von den Bieter eine Kirche, wo du bloß gleich ein Beat fertig fingen hat. Wenn du nicht um Gott bleibst. Du sind. Ja, von der, wo wir vielleicht keine sagen, mir ging es so, dass wir wahrscheinlich Frau, eine steht auf, ja. Aber Antwort, eine steht auf, ja. Du musst so viel Antwort sein. Und das regt alle taub, bloß nicht ganz taub. Wie viel es eine Kette wird, wird er bloß kriegt, zwei oder drei, wann er kommt, zwei oder drei Ring missing haben. Na, das ist nicht mal eine Kette. Kriegt es ja nicht all er auf, ja, der Taub, dort bloß nicht ein Gott jaft davon, so jaft von der mit dieser ganzen Kette von Antworten, wo die Lieden mit abkommen, wo nicht von Gott leben will, dort jaft zum Schluss bloß doch nicht eine Kette, wenn du sind, wird Ring missing, wenn du für was Dinge auch keine Antworten für sind. Aber das jaft schließlich doch nicht eine Kette. Dort jaft nicht eine Kraft, und diese Kraft, wo die von Menschen ausgedacht wird, entwendet wird, der hat es doch begrenzt, kriegt es der Mensch begrenzt es, in was zum Schluss täuschen, was zum Schluss nicht ütholen. Leben, Weben und Sein, das strich du entwischen, was ist dort für mich in die? Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist für den Christen. Die Farsch, die ich hier habe, die sind vielleicht alle für den Gläubiger, aber sogar die Gottloser. Ich kann nicht von irgendeinem Gott seine Hand fern. Even der Gottloser lebt, weft und ist an Gott. Unger seine Macht. Der kann da auch nicht fern. Aber für mich, die, wie sind du wahrlich, unger, nicht? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein Port von mir in dein Leben weben und sein. Alles, was ich tue, Kolosser 3, Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Es ist uns dort fremd, wenn wir an all die Farsch denken, von uns Lebewesen in Sein, aber actually das ganze Universum, das Gott durchrahmt ist, rennt alles sich um Gott dreht, alles an einem Anfang hat, an einem Wort und ein hat, alles zu sehen, ihr du hast, es ist uns dort dann, von ich mal Matthäus 7, Vers 33 noch jaft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen, wo du fertig kommt. Wenn doch renn alles um Gott geht, dann haben die ihn auch nicht bescheid, wenn wir für das wir schaffen, als für Gott. Und das strich sie zwischen Anfang und Ende. Gott hat uns den freien Wählen gegeben, dass wir Wählen für ihn schaffen in dieser Zwischenzeit. Aber wir können nicht entscheiden, ob wir von irgendeiner Hand fortwählen oder nicht. Alles wieder fut tjern oder nicht. Dort ja, wie ich entscheide. Wie bliebe du? So ist dort hier gesagt. In Schluss. Und dort ist vielleicht gleich, wo ich, ob das sie dann kommt, das erst, wenn ich Dinge zu einkomme.
wenn wir dort eng ist, umfangen, aufmerksam zu werden, hey, du essen eng. Vielleicht hast du, wenn wir alt sind, viele Dinge kommen in uns Leben aus dem eng. Vielleicht hast du uns eng, wenn wir jung sind, wir essen eng. Was essen wir dort eng? Dann ist dort ein Trost für uns gläubige Kinder Gottes, wenn wir weiter dort Jesus selbst dort eng ist. Heu bestimmt dort eng, heu bestimmt, wo dort eng ist. Und wenn wir einem sind, dann hast du dann Worte wird vor dich. Alpha und Omega, dort habe ich noch dort Ansicht, dort wird vor dich. Das ist vollkommen. Und wenn wir an Jesus sind, dann erregt wie die endliche Vollkommenheit, wenn es erst dort eng ist. Und in der Hoffnung leben, dort macht ein größter Unterschied, Tag für Tag. In Vers, wie wir in der Bibel, wie haben in Vers gesagt, dass Jesus hat in uns angefangen und er wird dort vor dich machen. Er kann dort vor dich machen. Und er muss die Macht dort vor dich machen. Und die Hoffnung und Freude können wir nicht von dir leben. Jesus ist der Anfang und der Ende. Er ist der Anfang und der Ende von dir in meinem Jesu Leben. Von uns Wurzeln, von unserer Vollkommenheit. Er ist der Anfang und der Ende von dieser Welt. Mir ging von der und nach weiter so, man, wo kommt uns Gott die Frage an, wieso wo Gott rein alles verstehe, wieso wo er all das Schmacks und all das Großartige, was er gebüht wird, verstehe. Wieso wo er dort all das Taub auf einen Klump beschmiede und verschmelte lud. Weet ihr, Gott fehlt dort nicht an dieser Welt. Was ich meine mit fehlen dort ist, dass er dich nötig hat. Er konnte sich besiegen, so viel Schmack auf der Welt, als er war. Mit schmacken Gräne Eiwasch und schmacken Bäume und Tiere, so zusammen mit Janket. Aber so ein Verlust dieser Welt. Na, verbrennen Leute. Na, wieso hat er dann gemacht? Krieg, wenn die und wenn mich. Er will Gemeinschaft. Und er bietet die Welt, er mögt die Welt, um die Gemeinschaft mit Menschen haben, die freiwillig am Notfall geworden. Und dort, der Plan, der wird ein Tag vorig sein. Die Tiet, und wenn wir leben, die Tiet, überhaupt, wird ein Tag vorig sein. Dann hat Gott nur Geschmack einfach in Herwes, sag mein, wenn du zu einer Brücke bringst. Ja, weh von Gold. Dort hat er alle rein. Das ist kein Verlust, wenn diese Welt einmal verschmelzen wird. Aber dort ist nicht natürlich, ich will mit dem nicht sagen, natürlich von der careless Leben, alle wein, die werden weh pliegen, alle großartige Dull, Bulldozer, bloß wein, so jankert. No. Gott hat uns hier angestanden und gesagt, seid verantwortlich hier bewahrt. Post ab nur dich. Aber das ist alles mit dem Ziel, um die und mich bisig zu haben, Gemeinschaft haben mit uns. So hier ist der Anfang in dort eng. In dort zwischen leben und weben und sind wie ein Arm. Bewegen wir uns ein Arm. Werden wir noch weiter beten zum Schluss. Vater, wir sind allein durch dich. Alles, was wir können, rüberbringen, ist allein durch dich. Herr, help uns so zu denken. Schenk uns Gnade, die Entscheidungen, was wir machen, die Pläne, was wir haben, und die Wille vorher zu haben, und immer daran zu denken. Dort dürft ihr Anfang und dort eng bist. Hab uns sonst nicht, hab uns nicht verstanden zu verloten, sondern auf die. Und dann schau wie schlussendlich ein Vollkommen hat, dort sein, wo du eine Freude kostet haben. In Jesu Namen beten wir. Amen.